Nach 6 Monaten an Bord der internationalen Raumstation ISS haben die 4 Astronauten wieder festen Boden unter den Füßen. Die Dragon-Raumkapsel des privaten Weltraumunternehmens SpaceX landete am Morgen vor der Küste Floridas im Meer. 2 US-Astronauten, ein Franzose und ein Japaner hatten ein halbes Jahr auf der ISS verbracht. Sie verließen die Raumstation nun vor der Ankunft des deutschen Astronauten Matthias Maurer und 3 weiterer Astronauten. Deren Flug ins All musste ja mehrfach verschoben werden und ist jetzt geplant zumindest für Mittwochabend 21:03 Ortszeit.